Ja, doch, klingt gut. Nice. Genau, Sautoki, danke schön. Okay, cool. Dann machen wir da weiter, wo wir ja, tatsächlich gestern aufgehört haben. Gestern haben wir eh beeindruckende 53 Sterne gesammelt. Ich glaube, man braucht 60, oder? Zum Durchspielen. Die Hälfte der Maximalsterne. Ich gehe mal unten nochmal in die ersten paar Level, weil da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sterne, die wir uns noch unter den Nagel reißen könnten. Ich muss sowieso. Ich mag die Level nicht gerne, oder vor allem den Level, in dem wir jetzt müssen, aber wir müssen unbedingt in den Keller, damit wir die Metal Mario Box freischalten. Ich muss nur überlegen, wie man gleich nochmal hier. Ich habe hier nämlich irgendeinen Gang übersehen. Es gibt ja auch in diesem Schloss einige Rätsel und ich habe hier definitiv was nicht gemacht, was man machen könnte. Ich weiß nur nicht mehr genau wie und wo. Ich muss mich hier nochmal ein bisschen umsehen. Hier gibt es ein paar versteckte Rätsel. Gehen wir mal kurz ein bisschen erkunden hier. Ah, können wir hier nicht das Wasser ablassen? Mario, jetzt sei nicht so stur, stell dich nicht so an. Spring mal hier bitte an Land. Kommt ihr von hier nicht an Land? Willst du mich hier wirklich? Hä? Der verhält sich gerade ziemlich unvernünftig, aber das kriegen wir schon hin. Jawohl. Genau, jetzt haben wir nämlich den Burggraben abgelassen. Und können jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, in irgendein Geheimlevel da hinten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das hinführt. Oh, ich bin unsichtbar. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den blauen Schalter entdecken. Cool. Das war jetzt Zufall, aber genau nach dem habe ich gesucht. Also den grünen Schalter und den blauen eben. Kannst du alle blauen Blöcken Tarnkappen finden und dich unsichtbar machen? Genau. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ich hin muss. Oh! Ich glaube, das haben wir nicht richtig gemacht, oder? Bin mir nicht sicher. Zumindest gäbe es hier rote Münzen zum Sammeln. Das haben wir definitiv nicht gemacht, aber vielleicht komme ich noch zum Schalter. Das wäre auch schon cool. Das ist gemein. Da braucht man auch noch Glück fürs Timing, Mensch. Und ich hab's nicht. Oh, Mist. Ah, das schaffe ich. Komm. Okay, gut. Oh! Ach, so funktioniert das. Ah! Oh Gott. Gemein. Machen wir gleich nochmal. Ach, die schütten einem richtig. Da wird man abgeladen. Hä? Das ist aber eine andere Öffnung. Da komme ich auch nicht rein. Doch. Aha, aber vielleicht sollte ich da nicht reinkommen, weil ich glaube, da sollte mich die Strömung eigentlich davon wegtragen. Ist okay. Na komm, Mario. Alle hopp. Jetzt geh doch mal aus dem Wasser. So. Das machen wir nochmal. Und diesmal besser. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, alle Münzen zu sammeln, alle roten. Oh, extra Leben, das ist gut. Ich glaube, wenn ich so weitermache, dann haben wir nicht viel von unserem Mario hier. Nicht mehr lange. Dann bin ich tot, bevor wir unten sind. Na, das sieht doch gut aus. Okay, mehr ist jetzt hier auch nicht. Na dann.
Ah, hier ist auch eine rote Münze. Na gut. So. Na, das ist doch perfektes Timing. Ach so, warte mal. So perfekt ist es gar nicht, ne? Nicht, dass uns das da oben wieder runterhaut. Mir wäre es jetzt fast lieber, genau, wenn wir es... Nein! Ah, das ist aber ein bisschen gemein da oben. Wie mache ich denn das am besten? Ah, okay. Pfeif auf die roten Münzen. Ich muss das erstmal rausfinden, wie wir die Stelle am besten meistern. Und dann, wenn ich weiß, wie es theoretisch funktioniert, dann kann man eventuell nochmal wegen den roten Münzen schauen. Aber dafür brauchen wir jetzt nicht. Da verschwenden wir jetzt nicht viel Zeit dran. So. Jetzt dauert es ein bisschen, bis der Kameramann hinterherkommt. Warum hat eigentlich das Ding gerade Feuer auf mich geschossen, wenn ich doch unsichtbar war? Oder vielleicht bin ich nur unsterblich? Nur eigentlich? Na, keine Ahnung, das war komisch. Vielleicht sollte ich einfach das nicht nochmal machen, ab jetzt. Das wäre eine gute Idee. Mann, das ist ein bisschen knifflig, die Stelle. Ist ja auch ein super geheimes, super geheim Level. Super geheim. Damn. Das war ein Sturz. Das tut weh. Au, Mist. Das wollte ich nicht. Offensichtlich. So, nett, dass die hier ein paar Heilmünzen hinlegen, aber bringt uns jetzt hier auch nichts weiter momentan. Wisst ihr was? Vielleicht vertraue ich einfach mal der Macht. Nee, lieber nicht. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht lasse ich mich einfach absichtlich von den Wippen ins Auskippen, weil die mich vielleicht genau auf die nächste Plattform schubsen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass die so nett sind. Aber vielleicht... Okay, zumindest kann man so ein bisschen Zeit schinden, ne? Ah, shit, ey. Ich weiß wirklich nicht, wie wir das am besten machen. Ich befürchte, ich muss einfach mal auf gut Glück versuchen, von der einen Plattform, wenn sie ganz oben ist, auf die andere rüber zu springen und hoffen oder so. Das ist echt knifflig, finde ich. Wirklich richtig knifflig. Oh, au. Okay, man kriegt sogar hier Schaden. Lasst mich mal ganz kurz hier in der First Person gucken. Oh, warte mal, verschwinden die hier? Ach nee, das ist nur meine limitierte Weitsicht, ne? Okay, gut. Aber im Endeffekt kommen da noch zwei so Wippen. Oh, da kommen noch zwei so Wippen und dann bin ich da oben erst, wo wahrscheinlich dann die Box auf uns wartet, hoffe ich zumindest. Na, dann schauen wir mal. Das ist wirklich eine knifflige Stille. Aber das könnte funktionieren, wenn ich nicht so einen blöden Bauchsprung dauernd mache. Eigentlich will ich nämlich gar nicht diesen Bauchsprung machen. Ich möchte eigentlich in der Luft kicken. Aber ich bin mir echt nicht ganz sicher, wie man... Ich glaube, wenn ich mich zu schnell nach vorn bewege, macht er den Bauchsprung statt den Kick oder so. Das ist ein bisschen schwer zu kontrollieren. Also in der Luft nicht mehr die Angriffstaste drücken, dann könnte das vielleicht sogar funktionieren. So. Turbo nach unten. Ausgezeichnet. Und dann sind wir 0,nix wieder bei den wirklich gemeinen Plattformen. Oh, wartet mal, ich muss den Spieltitel noch verändern, ne? Wartet mal schnell, da steht nämlich bei Twitch immer noch Geheimakte oder Secret Files, besser gesagt. Das geht natürlich nicht. Mario... All Stars... Ah ja, genau, hier ist es. Update. Successfully updated. Okay, dann können wir weitermachen.
Nicht, dass hier Leute kommen, weil sie Geheimakte erwarten und dann enttäuscht sind, weil Mario läuft. Oh, war das gerade knapp. Ich habe mich beinahe in die Schlucht katapultiert, weil ich keine Geduld habe. Aber das könnte echt funktionieren. Ich bin ein bisschen... Aber wirklich, ist das so gedacht, dass man einfach blind ins, ne, ins Ungewisse springt? Aber so könnte das tatsächlich funktionieren. Umgekehrt wäre schlimmer. Ich habe es mir auch, während ich es gesagt habe, gedacht, dass es andersrum wahrscheinlicher wäre. Aber ich will jetzt auch Geheimakte nicht zu sehr dissen. Deswegen habe ich es dann doch nicht gesagt. Ist auch ein nettes. Ist wirklich ein schönes Adventure eigentlich. Ich meine, es ist natürlich ne Mario 64, ne. Damit ist auch, ist es schwer, sich mit so einem Meilenstein zu messen, ist klar. Hey, ist das gemein. Ich überlege gerade, wie ich das sinnvoller, besser machen könnte. Mir fällt nichts ein. Es sei denn... Nee. Nee, nee. Ja, nee. Ich habe zumindest eine schöne Abkürzung gefunden. Das funktioniert schon mal sehr gut. Das ist cool. Da sparen wir uns schon mal ein paar Sekunden jedes Mal. Hey, Abraxe! Yay! Dankeschön! Für die Bits. Für die Glücksbits. Oh ja, die kann ich brauchen. Das ist eine gute Idee. Ja, ja, ja! Mario, jetzt kein Blödsinn machen! Oh mein Gott! Nein! Oh, Mario, ich hasse ihn manchmal. Die Trägheit der Figur ist manchmal träge. Aber das war schon sehr gut. Das war schon sehr gut. Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich find's echt witzig, dass die Kamera so lang hinterherfliegen muss, weil die nicht nachkommt. Na, auf einmal, ne? Moment, wo soll ich jetzt hin? Achso. Aha, ja, oh Gott. Ah, das ist aber echt ganz schön knapp hier. Aber auf einmal ging es ganz gut. Ging ganz leicht. Alles gut. Puh. Na, Gott sei Dank. Und jetzt springen wir einfach in das Loch, nehme ich an, oder? Abraxe, nochmals danke. Super cool, super nett von dir, dankeschön. So, aber jetzt gehen wir nochmal rein und holen uns die 8 roten Münzen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Oh, gegen was bin ich da gerade gestoßen? Keine Ahnung, aber Gott sei Dank ist es passiert. Ja, eben. Wenn ich schon extra ein Glas hier habe, ne, dann muss das auch gefüllt werden. Das stimmt. Das ist jetzt auch heute wirklich nur, weil es halt so ein spontaner, kurz, also so, ne, so kurzzeitig, kurzfristig Stream ist. Deswegen ist heute alles ein bisschen anders. Beim nächsten Mal, am Dienstag, beim regulären Stream, ist dann wieder alles wie gewohnt. Ich meine, witzigerweise, jetzt ausgerechnet bei Geheimakte und Mario 64, weil die beide so eine alte Auflösung haben, könnte man sogar an den schwarzen Rändern links und rechts wunderbar einfach die ganzen Gläser und Cam und sowas platzieren, ohne dass das Bild dadurch gestört wird. Stimmt eigentlich, wenn ich Mario 64 das nächste Mal streame, könnte ich das Streambild größer machen und diesen
komisch metallisch-optisch Hintergrund, den ich sonst benutze, einfach sogar rauslassen, im Grunde. Das ist wirklich gemein hier mit dieser Münze. Okay, aber jetzt fehlt noch eine. Dammit, wo ist denn die letzte Münze? Nein! Mist, und wo war die letzte Münze? Ist die letzte Münze... Ich weiß nicht, wo die ist. Und ich habe keinen Bock mehr. Gehen wir woanders hin. Na gut, einmal noch. Okay, von mir aus. Einmal noch. Aber dann ist Schluss. Ah. Ach, King of Helix, das lese ich jetzt erst. Die Arbeitsteilung ist nur deswegen so, nicht, dass hier irgendwelche Stereotype bedient werden, weil ich Mittwoch mit Zaubermachen dran bin und die Merlin samstags. Das haben wir uns jetzt für aufgeteilt. Also ich meine, wir saugen immer wieder mal durch und sowas, hilft ja nichts mit Katzen, ist schon klar. Aber Mittwoch ist quasi mein großer Saubermachtag und Samstag ist Merlins großer Saubermachtag. So haben wir uns quasi die Hausarbeit im Grunde geteilt. Und das ist echt ganz praktisch und ziemlich cool, weil dadurch jeder nur einen Tag in der Woche das Gefühl hat, wirklich sauber machen zu müssen und trotzdem ist die Wohnung immer blitzeblank. Das ist echt gar keine blöde Idee gewesen, dass wir das so eingeführt haben. Und, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich dazu noch sagen, was auch eine gute Idee war. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht fällt es mir danach wieder ein. Ach so, genau. Ich glaube auch, wahrscheinlich wollte die Merlin deswegen heute spontan streamen, weil sie keinen Bock hatte, sauber zu machen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das mit verantwortlich war für diese Entscheidung. Ich könnte jetzt hier die Küche putzen, aber ich könnte auch streamen. Verdammt. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich es gerade vermasselt. Den Block, den Geisterblock haben wir aktiviert, das war die Hauptsache. Denn jetzt fallen mir mindestens auf Anhieb zwei Level ein, in denen wir uns jetzt Sterne holen konnten, die vorher unzugänglich für uns waren. Das ist schon mal ziemlich cool. Aber... Aha, das ist, glaube ich, die Tür, die ich gesucht habe. Genau. Die seltsame schwarze ölige Soße. In dem Level waren wir noch nicht. Moment, da waren wir schon? Okay, dann bin ich einfach nur doof. Finde die 8 roten Münzen. Ja, in dem absolut unübersichtlichen Labyrinth-Level, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, suchen wir jetzt die 8 roten Münzen. Haha, aber ich glaube, die sind hier zum Glück alle so ziemlich in einem Raum, oder? Wenn ich mich recht erinnere, den muss ich nur finden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, das hier ist der rote Münzenraum. Und tot. Mir ist im Übrigen durch euer Tunguska-Gefuß geworden, wie viel Adventure durch Psychopathen geschrieben wurden. Was? Das System, ich zerstöre Leben, um weiterzukommen, ist recht häufig. Ja, das stimmt. Egal ob in dem Spiel oder auch in Monkey Island oder anderen Spielen. Ja, es ist schon komisch, ne? Egal was man macht, irgendjemand muss leiden, anscheinend. An das kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Das ist ja richtig fancy. Das hat eine richtige Physik irgendwie und ich... Ach so, aber wenn das irgendwo anstößt, dann fährt es automatisch wieder zurück, wo es hergekommen ist. Okay, dann vorsichtig. Warte mal, da ist eine rote Münze in dem Ding drin, habe ich gerade gesehen. Haha, erwischt, sind da überall rote Münzen. Jetzt muss ich natürlich... So, so. Nein, oh Gott, nimm mich mit. Okay, danke. Na, das läuft ja schon mal ganz gut bis jetzt.
So, kurz orientieren. Vielleicht müssen wir... Oh nein, jetzt löst sich die Plattform auf. Oh, die hätte ich gern noch gehabt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir die Augen töten. Aber ich sehe da oben schon 3 rote Münzen. Noch 4. Und ich glaube, das sind alle, die wir brauchen. Komme ich da ran von hier? Ah, das könnte knapp werden. Ah, das war wirklich knapp. Mist. Es ist wirklich so komisch, dass die von allen Texturen, die wir hier sehen, Marios Augen, die man so gut wie nie sieht, eine neue Textur gegeben haben für dieses Remake hier. Den Augen. Auf welche, ne? Ich weiß auch nicht. War ihnen anscheinend wichtig, dass Mario in dem Remake hier wenigstens schönere Augen hat als im Original. Auch wenn alles andere gleich bleibt. Ja gut. Muss man halt Prioritäten setzen. Eieiei, caramba. Ungewöhnliches Movement, das wir hier sehen, aber hat ja funktioniert. Also, was auch immer. Okay, das war schon mal... Also, hat schon mal funktioniert, auf jeden Fall. Was nun, Mario? Was nun? Okay. So weit, so gut. Warte mal, Plattform, wo fährst du hin? Ich dachte, du fährst in die andere Richtung. Das hat mich jetzt irritiert. Okay. Nochmal das Ganze. Nein, Plattform. Nein. Ah! Ah, okay. Jetzt aber. Soll ich mal mit der Plattform fahren? Weil eigentlich fährt die in die falsche Richtung. Ich glaube, ich sollte lieber versuchen, von hier darüber zu springen. Die Kamera ist gerade nicht mein Freund, aber... Okay, gut. Das hat funktioniert. Aber wie komme ich jetzt darüber? Weil das schaffe ich nicht ohne... Ja, dann fahren wir mit der Plattform. Vielleicht bringt uns die schon ungefähr dahin, wo wir hin müssen. Irgendwie. Schauen wir mal, wo die hinfährt. Wahrscheinlich schon irgendwie zu den Säulen darüber oder so. Könnte schon sein. Auf und davon! Den Block haben wir es gezeigt. Okay, cool. Münze zu mir. Eine haben wir noch. Und die kriegen wir gleich. Dann ist nur die Frage, wo der Stern kommt. Der könnte noch irgendwo knifflig versteckt sein unter Umständen. Das weiß man immer nicht. Nee, das sieht nicht knifflig versteckt aus. Ich glaube, der ist einfach da unten. Es würde mich schon interessieren, wo die Plattform noch hinfährt. Ah, zu den anderen Münzen, die ich mir jetzt schon hier durch meinen Rutsch... Jump erschlichen habe. Alles klar. Na dann. Here we go. Na, wenn wir schon hier sind, schauen wir mal, was wir hier noch im öligen Öl finden. Hey, ich habe jetzt vor kurzem eine Serie geguckt. Wie hat die geheißen? Das war irgendeine europäische Serie auf Netflix. Die war eigentlich ganz cool mit so einem Kult, so einer Studentenvereinigung und so okkulte Geschichten. Ares, glaube ich. Und da musste ich wirklich witzigerweise die ganze Zeit an dieses Level denken. Wegen auch... Also in dieser Serie wird die ganze Zeit quasi in so einem ominösen, dunklen Raum so ein komisches Loch im Boden mit einer schwarzen Flüssigkeit drin dargestellt. Und ich habe mir immer gedacht, ah, das ist wie in Mario 64 im Keller. Und jetzt sind wir tatsächlich hier. Boah. Ja, Mario, es ist jetzt schon gut.
Ja, die war wirklich ganz nett, die Serie. Also ich würde jetzt nicht sagen super cool, aber eine nette Mystery-Serie. Ich hab die gern geguckt. Kann man sich angucken. Die deutsche Synchro ist auch in Ordnung gewesen. Es hat schon gepasst. Die gerade am Anfang ist die fast so ein bisschen Seifenoper-mäßig und hält die Mystery noch ziemlich zurück. Das kommt nach und nach, aber am Anfang endet schon immer jede Folge mit irgendwas Seltsamen, Übernatürlichen. Und dann eskaliert es quasi hinten raus so ziemlich. Aber ist grundsätzlich ganz cool. Ach, jetzt sind wir hier wieder im Münzenraum, ne? Okay. Moment, was müssen wir eigentlich machen? Laufe auf dem Grund des Sees. Dafür brauchen wir Metall-Mario. Und Metall-Mario kriegen wir, glaube ich, theoretisch hier in diesem Level. Ich glaube, den Metallblock kann man hier in dieser Welt freischalten. Ich weiß nur nicht wo. Nein, warte, da will ich nicht rein. Nein. Ah, wieder im hier im. Aber schön langsam kann ich mich ein bisschen orientieren. Jetzt sind wir wieder im Münzenraum, in den ich eigentlich nicht wollte. Von wegen schön langsam kann ich mich orientieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich bin gerade... Ich wollte eigentlich gerade ganz woanders rauskommen. Ich glaube, ich habe vom roten Münzraum aus irgendwie die falsche Abzweigung genommen. Ach ja. Ah ja, da wahrscheinlich. Dödel, dödel, dödel. Ich schätze nämlich mal... Oh, jetzt muss ich vielleicht mal... Na, obwohl... Ja, nee, passt schon. Vergiss es. Ah, das war eine gute Idee, noch ein bisschen Energie zu verlieren. Verdammt. Dankeschön. Wo habe ich jetzt blaue Münzen erschaffen? Keine Ahnung. Ich habe da was gefunden, warte mal. Ha! Seltsamer Geheimraum. Okay, ich bin zwar, glaube ich, nicht da, wo wir sein sollten, aber da gibt es einen Stern zu holen, also würde ich jetzt nicht Nein sagen. Nur wie komme ich da hoch? Können wir nicht, doch eigentlich sollten wir mit Mario an der Decke krabbeln können. Ich weiß nur nicht, wie wir hochkommen. Oder wie wir uns festhalten. Aber eigentlich sollte das ganz einfach gehen. Ich glaube, das ging schon in Mario 64. An der Wand klettern. Aber ich weiß wirklich nicht mehr wie. Vielleicht steht hier auf dem Schild was Nützliches. Wenn du springst und den B-Knopf gedrückt hältst, klammert sich Mario an Objekte. Auf diese Weise kannst du die Eule durch die Luft transportieren lassen. Na gut, Eule haben wir jetzt hier nicht. Auf B bleiben. Na, dann schauen wir mal. Na, das hat nicht funktioniert. Vielleicht darf ich keinen Salto machen, aber dann hätte es jetzt B. B wie Bertha, ne? Drück ich. Keine Ahnung. Mag er nicht. Aha! Jetzt hat's funktioniert. Na dann. Darf wirklich kein Special-Sprung sein. Kein Salto und nix. Dann geht's.
Cool. Ein unerwarteter Stern. Suche im Nebel den Notausgang. Ah ja, genau. Ich gehe aber nochmal in die Nebelgrube. Vielleicht stimmt's auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, dass hier in der Map der grüne Block ist. Ich dachte aber schon. Aha, warte mal, hier ist sogar irgendwas eingezeichnet. Ist das eine Karte vom Nebellabyrinth? Da werden nämlich drei Stellen angezeigt. Und ich glaube, ich bin da gerade, wenn ich mich nicht täusche, oben durch den Geheimgang da gegangen. Das wäre der obere. Dann müsste ich, wenn ich da jetzt reingehe... Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Naja, schauen wir mal. Oh, Mario, jetzt nicht in die First Person schalten, bitte. Nein! Kannst du den bitte kaputt machen? Wir brauchen seine Münzen für unsere Heilung. Naja, schauen wir mal. Ah ja, gut. Ah nee, warte mal. Das führt uns nur zum Geheimgang. Da wollen wir eigentlich nicht wieder rein. Aber dann müsste doch der andere Durchgang eigentlich irgendwie hier sein, oder? Jetzt bin ich wieder am Anfang. Da wollen wir nicht lang. Gibt es noch einen dritten Weg? Das ist jetzt die Frage. Oh. Moment, das ist aber jetzt hier ein anderer Geheimgang als der Geheimgang. Oder? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Orientierung verloren. Hä? Das ist überhaupt kein Geheimgang. Tja, keine Ahnung, was das hier ist. Nö. Keinerlei Orientierung mehr und tot sind wir auch gleich. Ha. Dann versuche ich mal was anderes. Oh, Abraxe, hey, dankeschön. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen. Vielen Dank für die Spende. Voll cool, weil jetzt fehlt nicht mehr viel für den 24-Stunden-Stream diesen Monat. Also was heißt nicht mehr viel? Es sind irgendwie noch fast 200 Euro oder so. Also ein ordentlicher Batzen. Aber, ne, theoretisch, im Verhältnis. Ich schau gerade, aber nee, das kann ich jetzt hier leider nicht einstellen. Aber das dürften jetzt noch so 190, 80 sowas sein. Genau. Voll cool. Wirklich voll cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh-oh. Ah, Mario, wir haben nicht mehr so viel Lebensenergie. Ah, die ziehen auch noch zwei ab. Wie gemein. Ich gehe in ein anderes Level. Das Level ist gemein zu mir. Das ist böse, aber wirklich, Mario. Mamma mia, indeed.